Grüß Gott und guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz herzlich möchte ich Sie nach so langer Zeit wieder persönlich, aber auch über den Livestream hier an der Katholischen Akademie in Berlin begrüßen. Es ist meine Freude und ein Privileg, dass die Katholische Akademie in Berlin einmal mehr als Gastgeberin einer hochkarätig besetzten internationalen Konferenz agieren darf. Unter dem Titel Kulturkampf, epochales Ereignis und aktuelle Denkfigur versammeln sich während 3 Tagen Gäste aus Deutschland, Israel und den USA hier. Besonders dankbar bin ich den Mitwirkenden, die sich nicht gescheut haben, in diesen außergewöhnlichen Zeiten die Mühen der weiten Reise auf sich zu nehmen, um an unseren religionspolitischen Debatten hier auch mit Ihnen heute teilzunehmen. Ein ebenso herzlicher Dank geht an meinen Kooperationspartner bei der Organisation dieser Konferenz, Professor Daniel Weidner von der Universität Halle-Wittenberg. In einer so unkomplizierten wie fruchtbaren Zusammenarbeit ist es uns gelungen, eine außergewöhnliche Gruppe von Menschen aus den unterschiedlichsten katholischen, jüdischen, evangelischen und muslimischen Kontexten zu versammeln. Das prominent besetzte Podiumsgespräch mit dem Titel Kulturkampf gestern und heute wird Ihnen gleich einen Eindruck von den so anregenden wie intensiven Debatten vermitteln, die wir hier 3 Tage lang führen dürfen. Dass ein solcher Austausch in beinahe vergessener, unbeschwerter Geselligkeit möglich ist, verdanken wir auch dem Umstand, dass seit Beginn des Jahres an der Katholischen Akademie ein neuer Akademie-Schwerpunkt jüdische und katholische Intellektualität aufgebaut wird. Ermöglicht durch großzügige Drittmittel entsteht hier gemeinsam mit Dr. Gesine Palmer und Professor Dr. Elad Lapidot das neue Berliner Zentrum für intellektuelle Diaspora. Diese Initiative widmet sich der Intensivierung des christlich-jüdischen Gesprächs mit einem Fokus auf aktuelle gesellschaftliche und religiöse Herausforderungen, gerade vor dem Kontext einer säkularen und pluralen Umwelt. Wir widmen uns und laden Sie herzlich ein, in den nächsten Wochen und Monaten zu Veranstaltungen wie etwa politische Theologie in Israel, politische Theologie in Europa, zu einer Talmudschule, die sich vor allem der jüdischen Tradition politischen Denkens widmet, die erstaunliche und Parallelen zur katholischen Tradition politischen Denkens aufweist, natürlich in Konflikt dazu auch steht, aber wo sich einfach ein Austausch und ein Gespräch lohnt. Und zuletzt eine Winterschule zu Figuren der Autorität, die sich der Rolle von Religion in unserer demokratischen Kultur der Gegenwart widmet. Sie werden die Einladung dazu erhalten, in altbewährter Weise. Ich freue mich, Sie dann hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen und im schlimmsten Fall über den Livestream. Was uns leitet in diesen Debatten, die wir hier anstoßen wollen, in diesem Kontext jüdische und katholische Intellektualität, ist nicht nur ein besonderer Fokus eben auf die Gegenwart und auf die gemeinsame lange Konfliktgeschichte. Es ist auch der Mut, eben nicht einfach nur Harmonie, sondern Differenzen zu artikulieren und ernst zu nehmen und anzusprechen. Und das soll unseren Austausch orientieren, ja? Dass man eben auch Konflikte benennt. Auch so etwas stiftet in meiner Auffassung Vertrauen. Gemeinsam gilt es dann, das leitet über zum Thema des Kulturkampfs, eben nicht nur die Konflikte nach außen hin zu benennen und in den Blick zu nehmen, sondern auch die inneren Konflikte innerhalb der jeweiligen Religionsgemeinschaften ernst zu nehmen. Katholisch kennen wir das momentan ja besonders intensiv, ja, dass es eine Dynamik der Polarisierung gibt, wo man sich innerhalb des Katholischen auseinanderlebt. Jüdisch gibt es das genauso, ja, und natürlich auch in anderen Kontexten, wie wir vielleicht jetzt nachher gleich noch hören werden. Das wollen wir ernst nehmen und thematisieren, denn wie anders soll man damit umgehen?
Wenn Sie sich über unsere Aktivitäten informieren wollen, gibt es dafür auch eine neue Website, die heißt intellectualdiaspora.org. Momentan noch auf Englisch, aber es folgt demnächst auch eine deutsche Version und wie immer natürlich auf der Seite der Katholischen Akademie, die Sie ja kennen und wo auch weiterhin alles in vertrauter Weise angekündigt wird. Jetzt ganz kurz nur. Daniel Weidner wird Sie durch den Abend führen und das Gespräch mit einigen Thesen anstoßen. Er ist Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Halle-Wittenberg und war davor 10 Jahre lang stellvertretender Direktor des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung hier in Berlin. Er war Projektleiter von großartigen Unternehmen wie Bibelphilologie und Literaturwissenschaft oder zum Thema sakramentale Repräsentation oder zu Text- und Religionskulturen. Es gab einen Schwerpunkt eben der nicht theologischen Auseinandersetzung mit Religion am Zentrum für Literaturforschung. Und das ist selten in Deutschland. Ja? Es fällt mir noch das Max-Weber-Kolleg in Erfurt ein, aber ansonsten, und von dem her, diese nicht theologische Perspektive auf die Gegenwartsrolle von Religion ist etwas, was ich besonders spannend finde und was wir hier an der Katholischen Akademie eben auch pflegen wollen im Austausch eben mit vertrauteren Stimmen. Ja. Von seinen Büchern will ich nur erwähnen, jetzt kürzlich gab es einen Zeitschriften-Schwerpunkt zu prophetischer Politik. Sein renommiertes Buch war zu Gershom Scholem, zu politischem, esoterischem und historiografischem Schreiben. Er hat auch ein Glossar zu Blumenberg-Lesen herausgegeben und mitverfasst. Oder was sich vielleicht auch als kleines Präsent eignet, das Buch in den Büchern, Wechselwirkungen von Bibel und Literatur. Und genauso spannend, das Nachleben der Religionen, kulturwissenschaftliche Untersuchung zur Dialektik der Säkularisierung. Sie sehen, er ist ein ausgewiesener Experte und ich freue mich ganz besonders, dass er sich wieder mal darauf einlässt, an der Katholischen Akademie zu sprechen und mitzudiskutieren. Ich hoffe, das passiert noch öfters. Ganz kurz will ich Sie darauf hinweisen, es wird eben das Gespräch als Livestream übertragen. Sie sind trotzdem oder gerade deswegen eingeladen, sich mit Fragen zu beteiligen. Sie werden nicht im Bild erscheinen. Ihre Frage wird aber als Ton eben mit übertragen. Ja, also wenn Sie sich melden, dann ist das der Hintergrund. Und der allerletzte Hinweis, alle in diesem Raum Anwesenden sind genesen, getestet oder geimpft. Sie können sich also so sicher fühlen, wie man sich eben in dieser Welt momentan sicher fühlen kann. Nach der Veranstaltung sind Sie deshalb auch zu einem Glas Wein eingeladen. Das ist eine geliebte und geschätzte Tradition an der Katholischen Akademie. Die Geselligkeit und die Fortsetzung des Austauschs. Ja, gehen Sie auf die Leute zu, verwickeln Sie sie in Gespräche und halten Sie natürlich Abstand. Und genau. Aber nutzen Sie die Gelegenheit, wieder mal hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr, Sie hier alle versammelt zu sehen. Das ist ja unser altes Motto, versammeln. Ja. Ich freue mich jetzt sehr auf den Austausch und bitte begrüßen Sie mit mir Daniel Weidner und die Mitwirkenden am Podium. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also auch von meiner Seite aus sehr herzliche Begrüßung. Wir freuen uns alle sehr, dass ein doch ganz zahlreiches Publikum hier ist. Wir sind überhaupt geradezu berauscht davon, dass wir uns auch mal in Präsenz getroffen haben und werden jetzt eben die Gelegenheit nutzen, ein wenig von den Themen der Tagung hier mit Ihnen gemeinsam zusammen zu diskutieren. Ich danke auch nochmal der Katholischen Akademie und Stefan Steiner insbesondere für eine wirklich exzellente Zusammenarbeit. Obwohl unter diesen wirklich unsicheren Umständen hat das alles wunderbar geklappt.
Ich werde, wie gesagt, gleich ein wenig was zur Tagung sagen. Dann werden wir zuerst hier unter uns ein wenig diskutieren und irgendwann, das annonciere ich dann auch nochmal, öffnen wir die Diskussion zum Publikum und freuen uns über Fragen Ihrerseits. Und dann nach ungefähr 90 Minuten werden wir draußen beim Wein stehen und uns dann mit Abstand näher kommen. Aber bevor ich jetzt allgemein noch etwas sage, um Sie auch ein bisschen auf den Stand dieser, was wir eigentlich wir nun am Vormittag und gestern Nachmittag diskutiert haben, stelle ich Ihnen natürlich erstmal das Podium vor. Also zu meiner Rechten Friederike von Kirchbach, evangelische Pfarrerin, die eine Reihe von Funktionen hier hat. Sie ist seit 2000 etwa Generalsekretärin des Deutschen Kirchentags, seit 2013 Pröbstin der 2005, Verzeihung, Pröbstin der Evangelischen Landeskirche und 2013, seit 2013 leitet sie auch den RBB Rundfunkrat. Und wir werden sehen, dass sowohl also auch dieser biografische Hintergrund als auch diese Funktion dann interessante Perspektiven auf das Thema hat. Zu meiner Linken Nahed Samur, die Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität ist, in der rechtswissenschaftlichen Fakultät eine Reihe von Ausbildungsstationen haben, die schon sehr viel sagt. Also hier habe ich Bonn, Ramallah, London, Berlin, Harvard und Damaskus. Und es ist natürlich auch diese Kombination von wirklich sehr verschiedenen Institutionen an sehr verschiedenen Orten, wo man schon ein wenig den, auf Englisch sagt man immer Trajectory, also den Übergang, den Weg ihrer Forschung sieht. Sie arbeitet sehr viel zu dem Bereich eben auch Religionsrecht, aber auch Recht und kulturelle Differenz. Es gibt im Moment zwei Projekte. Das eine geht über Surveillance, also Überwachung und Religion. Es geht um die Figur des Gefährders. Wir kommen vielleicht später noch darauf zu sprechen. Und das andere Projekt ist Arab, auch da sage ich jetzt erstmal nur den Titel, obwohl ich mehr weiß, aber Sie können das dann besser erzählen, arabische Perspektiven auf die Transformation in Deutschland. Das ist nämlich eine Blickumkehr, wie wir schon sehen. Und schließlich Wilhelm Schmidt-Biggemann, Philosoph, emeritierter Philosoph an der, emeritiert an der FU, also ehemals Lehrstuhlinhaber an der FU und man kann sagen, eigentlich repräsentierte über eine lange Zeit die Philosophiegeschichte in einer ganz eminenten Art. Also es gibt eine Fülle von Publikationen zur frühen Neuzeit, zur Topik, zur christlichen Kabbala, zur politischen Theologie, zum Spinozismus. Also wenn man Schmidt-Biggemann aufzählt, das wird lang aber auch so systematische Arbeiten. Ich glaube, jetzt vor 2 Jahren etwas erschienen zur philosophischen Theologie, ein Versuch. Und jetzt gerade jüngst ein Versuch, ein Entwurf über die Dämonie des 19. Jahrhunderts, also eigentlich die Figur des Dämonischen. Wir werden auch da sehen, dass das unser Thema in vielfältiger Weise berührt. Die Tagung, wie gesagt, Stefan Steiner erwähnte das ja schon und es steht vielleicht auch irgendwo, Kulturkampf, epochales Ereignis und aktuelle Denkfigur. Epochales Ereignis, das meint erstmal wirklich den Kulturkampf Bismarck gegen die katholische Kirche in den 1870ern. Epochal, weil dieses Ereignis wirklich ganz Epoche gemacht hat. Das hat eine Differenz gemacht, also das hat vielleicht auch vieles an der speziellen deutschen kirchenrechtlichen Situation bestimmt und es hat auch die Art und Weise, wie Öffentlichkeit und Alterität im Zweiten Deutschen Reich funktioniert hat, bestimmt. Das ist jedenfalls die These, die wir diskutieren. Aktuelle Denkfigur, weil das wissen Sie, auch heute oft von Kulturkämpfen die Rede ist. Es gibt vor allem in den USA die Rede von den Culture Wars, die dann eigentlich die 90er und 2000er Jahre, also die Zeit nach dem Kalten Krieg, bestimmt haben. Denkfigur heißt hier immer so etwas wie
nicht wirklich ein strenges Modell oder eine Theorie, sondern eher so eine Idee, die immer wieder auftaucht und die auch als Idee so eine bestimmte Attraktivität hat. Kulturkämpfe werden gerne ausgerufen, kann man sagen. Das ist eine Aktion, die man macht und damit natürlich auch ein Format, was man solchen Auseinandersetzungen gibt. Ich sage nur drei Dinge, die jetzt wichtig sind oder die mir wichtig waren aus diesen Tagen, die wir jetzt schon hatten, damit Sie, wie gesagt, auch ein bisschen eine Vorstellung haben, was das ist. Das erste ist, das würde ich den Titel Konfliktgedächtnis geben. Es gibt ein bisschen die Tendenz in der deutschen Öffentlichkeit, bei religiösen Konflikten immer auf andere zu zeigen. Das ist da im Nahen Osten und in den USA, da ist die Religion so politisch und das ist ja ganz furchtbar sozusagen. Wir bei uns ja zum Glück nicht. Da ist die Erinnerung an den Kulturkampf ganz hilfreich, weil so lange ist das noch nicht bei uns nicht so. Es gibt einen für mich wichtigen Aufsatz eines amerikanischen Religionssoziologen, das ist eigentlich ein Teil eines Buches, das heißt Europas Angst vor der Religion, José Casanova ist das, wie der Casanova, der sagt, die Europäer verdrängen eigentlich ihr eigenes Verhältnis zur Religion und projizieren das dann gerne irgendwo anders hin. Und alleine deshalb, also diese Erinnerung an Konflikte, die in dem historischen Kulturkampf ganz manifest sind, vielleicht eine Weile latent waren, aber vielleicht jetzt auch wieder manifest werden, an sich ist schon hilfreich. Das zweite ist eine eigenartige Unwucht, die solchen Konflikten eigen ist. Wenn man die Publikationen liest, die in den 1870ern verbreitet werden, heißt es oft Deutsche gegen Katholiken. Wo man ja denkt, Moment, ich dachte, die Katholiken sind doch auch Deutsche. Und sie werden dasselbe dann, also man kennt es dann ein paar Jahre später, Deutsche gegen Juden, wo natürlich genau dasselbe ist. Die Juden sagen, wieso, wir sind doch auch Deutsche. Also es vermischen sich eigentlich, und das gilt für viele Kulturkämpfe, zwei verschiedene Linien. Das eine wäre sowas wie wir und die anderen, eigenes und fremdes. Und das andere wäre sowas wie religiös und säkular. Und diese Überschneidung, Überdeterminierung hat so ein gewisses toxisches Moment. Da kann man viel mitmachen, indem man sozusagen Andersheit und religiös-säkular diese Achsen aneinander koppelt. Der dritte Punkt ist dann auch, dass das dann sehr unübersichtlich wird. Es gibt sehr verschiedene Konflikte, die in dem historischen Kulturkampf übereinander liegen, also ganz technisch-rechtliche Konflikte, wie wird das Verhältnis von Kirche und Staat konfiguriert, aber auch ganz allgemeine Konflikte von Kulturmustern, wie stellen wir uns eben uns und die anderen vor, oder eben auch soziale Konflikte von oben nach unten. Und dann insbesondere auch überhaupt die Idee, dass Kultur plötzlich so etwas wird, um das gekämpft werden muss, sozusagen. Kultur ist ja vielleicht eher was, also man verbindet das vielleicht eher mit Verständigung und Übersetzung und Transfer und solchen Dingen, aber wir haben hier eine Art und Weise zu reden, wo eben Kultur als Gegenstand eines Kampfes ist, der dann auch schnell verbal eine Tendenz hat zu eskalieren. Da werden die anderen dann zu Feinden, die Feinde müssen vernichtet werden und das muss jetzt schnell geschehen. Also es ist auch so eine Rhetorik, der es kommt jetzt drauf an. Es ist nicht etwa so, dass man einfach sagt, ja, sehen wir mal, wie das ist, sondern was ich vorhin schon sagte, ist eine Rhetorik der Mobilisierung. Also wir müssen jetzt unbedingt was unternehmen, sonst passiert etwas ganz Schlimmes. Und das ist eine Rhetorik, die man auch dann in anderen Zusammenhängen kennt, die man bis heute kennt, vielleicht heute sogar wieder kennt. Und wir wollen jetzt eigentlich heute, wir werden immer wieder auch zurückgreifen auf diese historischen Dinge, weil ja, wie gesagt, diese historische Erinnerung immer schon dazu beiträgt, vielleicht auch in aktuellen Fragen so ein bisschen Tiefenschärfe zu gewinnen und auch ein bisschen Breite und Substanz zu gewinnen.
Aber heute wollen wir uns eigentlich vor allem dann auch darauf zu bewegen, wie sieht das denn mit aktuellen Konfliktlinien aus? Gibt es kulturelle Konflikte, die ähnliche Eskalationsdynamiken haben? Gibt es auch in dieser Überschneidung von religiös, säkular, eigenes, fremdes, hat das immer noch so ein toxisches Potenzial? Wie wird das gehandhabt? Und dann werden wir sehen, wie sich die Diskussion noch weiterentwickelt. Also das ist sozusagen sehr grob und auch sehr kurz der Rahmen, in dem das stattfindet. Und dazu beginnen wir jetzt mit der Diskussion und ich wende mich zuerst an Sie, Frau Kirchbach. Ich hatte ja schon erwähnt, sozusagen Pfarrerin und eben auch Pfarrerin in der DDR gewesen. Im historischen Kulturkampf haben wir eigentlich ein ganz klares Hegemonieverhältnis, also die Öffentlichkeit, die Organe der Öffentlichkeit sind ganz klar protestantisch dominiert. Der Staat stellt sich vehement deutlich auf die Seite der Protestanten. Wie ist es denn, wenn man jetzt Protestantismus in einer Position, die in einem sozialistischen Staat sicher nicht die der Hegemonie ist, wie wirkt sich das auf diese Konstellation aus? Ja, vielen Dank. Eine schöne Einstiegsfrage. Ich bin Pfarrerstochter in Sachsen. Von Haus aus. Also erstmal, glaube ich, eine ganz wichtige Konditionierung für diese Frage. Und Sachsen ist auch deshalb wichtig, weil es einen immer, und den gibt es auch heute noch, einen Zweifel am Preußischen gibt. Und somit haben auch die Sachsen zwar was sehr Protestantisches, aber andererseits, auch was den preußischen Kulturkampf betrifft, sich da, ja, eine eigene Beziehung, sagen wir es so. Aber um den Kulturkampf zu beschreiben, als ich dann von dieser Veranstaltung hörte, fiel mir da wieder natürlich meine DDR-Vergangenheit ein und dachte, mein Kulturkampf geschah in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich nehme Sie jetzt mal mit im Jahr 1967 in meine Polytechnische Oberschule Ernst Schneller in Meißen. Früher war das die Martin-Luther-Schule und oben über der Schule prangte die Lutherrose, ein Christenherz auf Rosen geht, wenn es mitten unterm Kreuze steht. Nun hat ein DDR-Maurer versucht, das Kreuz vom Herzen abzuhacken. Man sah das Kreuz zwar noch, es war bloß jetzt nicht mehr so deutlich, aber jeder, der es sehen wollte, erkannte das Kreuz an der Friedrich-Engels-Polytechnischen Oberschule. Und in dieser Klasse, es war glaube ich die fünfte oder sechste, wurden auch Gedichte abgehandelt. Ich war als Pfarrerstochter immer die beste Gedichtaufsagerin. Und Sie werden sich ja auch fragen, warum hört man mir das Sächsische nicht an? Das war ein Teil der protestantischen Erziehung meines Elternhauses. Deswegen habe ich auch für jedes Gedicht immer eine Eins bekommen. Und das war Tradition. Nun kamen die schlesischen Weber von Heinrich Heine an die Reihe. Ich weiß nicht, wer sie von Ihnen kennt, im düsteren Auge keine Träne, wir sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne, Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Und die nächste Strophe, der nächste Vers geht, ein Fluch, den Gott, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt, er hat uns geäfft, gefoppt und genarrt, wir weben, wir weben. Sie wissen, Sie sehen, ich kann das Gedicht auswendig, ich konnte es immer schon auswendig, aber ich durfte es nicht aufsagen, hat mein Vater gesagt. Ich darf mich als Pfarrerstochter da vorne nicht vor die Klasse stellen und dieses Gedicht aufsagen. Das will ein 12-jähriges Mädchen nicht, ich habe das gehasst. Das war eins dieser klassischen Kindheitserfahrungen, die ich könnte 20 davon aufzählen, aber das eine macht es nochmal besonders deutlich. Für mich war evangelisches Pfarrerskind so sein furchtbar. Und ich wollte es nicht sein. Ich wäre lieber nicht in der Kirche gewesen. Kein Pfarrerskind, hätte lieber auch noch mal einen anderen Namen gehabt. Das hat mich geprägt. Kirche war für mich nicht gewollt, war unattraktiv, war eine Nische. Und das hat tatsächlich bis heute noch in meinem Kopf irgendeinen Platz. Und alles, was danach kam, 1989, diese ganzen Protestanten, die Kirche, meine ganzen Freundinnen und Freunde, die irgendwelche großen Ämter bis zum Bundespräsidenten bekamen, das alles hat es nicht wettgemacht, dass ich damals Angst hatte, zum Lehrer zu gehen und sagen, ich darf das Gedicht nicht ansagen. Geben Sie mir lieber ein großes, langes, anderes. Die Glocke von Schiller oder den Taucher habe ich dann auch gemacht. Aber diese Angst, die man als Kind hatte, und das war so eine Kulturkampfangst, die verlässt einen nicht. Und bis heute ist es noch so, dass ich wieder in solche Situationen kommen kann, wo ich diese Art von Minorisierung, die der Sozialismus mit uns gemacht hat, dass ich die spüre. Und dass ich immer wieder denke, merken wir denn nicht, wie klein wir sind? Wir sollten die Klappe halten. Wir sind unsichtbar. Wir sind für die Gesellschaft nicht mehr relevant. Da kommt dieser alte Effekt hoch. Immer wenn ich auf Widerstand oder Protest oder Kämpfe stoße, habe ich nicht sofort eine kämpferische Aktion, sondern eher das andere, das Defensive. Ich fange dann an nachzudenken, aber ich muss auch erst mal nachdenken.
Das ist natürlich auch nochmal wirklich ein schönes Beispiel, das war gestern schon mal Thema, dass dann diese Auseinandersetzung abstrakter Gruppen und sozialer Verhältnisse natürlich irgendwo on the ground bei ganz Einzelnen rauskommen, ne, sozusagen, und die dann das Problem haben. Ja, vielen Dank. Herr Schmidt-Biggemann, man könnte ja heute so ein bisschen, also sozusagen da, wo ich herkomme, norddeutscher Protestantismus, gilt das Problem irgendwie als gelöst sozusagen. Irgendwie hat man sich vertragen, wenn ich da mit dem Kulturkampf ankomme, dann muss ich ziemlich lange erklären, was das eigentlich ist. Und das stößt auf irgendwie Irritation und Unverständnis. Aber Sie haben ja nun wirklich ein bisschen mehr Erfahrung und kommen auch woanders her. Wie sieht das da aus mit der konfessionellen Differenz? Spielt das noch eine Rolle? Ist das ein Hintergrund? Ob noch, weiß ich nicht. Aber ich komme wirklich aus dem katholischen Milieu. In Olpe im Sauerland war man katholisch. Und es war ganz selbstverständlich, dass man katholisch war. Und wenn man evangelisch war, war man irgendwie zugereist. Wie immer das im Einzelnen auch ausgesehen hat. Das hat eine Zeit lang funktioniert, solange bis ich an die Uni kam. Dann war deutlich, da gab es Spannungen, die ich gar nicht erwartet habe. Auf der einen Seite natürlich eine, ja, eine gewisse Befreiung, aber auch eine Irritation. Und die Irritation bestand genau in den merkwürdigen bundesrepublikanischen Vermischungen, dass man auf der einen Seite sagte, wie schön, dass auch mal ein Katholik Philosophie studiert, auf der anderen Seite, eigentlich ist ja die Wissenschaft evangelisch. Und dieses Moment, also ich rede von der Ritterschule und da ist das ganz ausgeprägt gewesen, man kann eigentlich als Katholik kein anständiger Philosoph sein. Das änderte sich dann nachher und ich frage mich natürlich auch, was ein anständiger Philosoph ist, aber das ist eine andere Frage. Nur diesen sozusagen schleichenden Kulturkampf, und deshalb, das wurde nicht offen ausgetragen, aber diesen schleichenden Kulturkampf, den habe ich mitgemacht und den habe ich dann noch einmal verstärkt mitbekommen, als ich eine Zeit lang in Wolfenbüttel an der evangelischsten aller Bibliotheken angestellt war als Katholik für ja, Theologie im 17. und 16. Jahrhundert. So, jetzt gucken Sie mal, ist das Kulturkampf? Ist das Gemansche? Muss man sich irgendwann darüber klar sein, mit welchen Kategorien man eigentlich umgeht? Und wie kriecht einem das ins Gemüt? Deshalb ist die Vorstellung davon, dass es knallen muss beim Kulturkampf, überhaupt nicht meine, sondern das sind so Würmer, die in einem nagen. Sehr schön. Mal für das, wo es denn ist. Und also ich sagte ja vorhin auch schon tatsächlich Mobilisierungsrhetorik, da muss man, also das ist immer nur ein Modell, ne, sozusagen. Mhm. Es gibt andere Modelle, die vielleicht viel subtiler und gemeiner sind. Dieses, also ich kenne aus dem kulturprotestantischen Milieu, in dem akademischen, da ist das Katholische immer als das wäre ich. Also wenn schon religiös, dann wäre ich ja katholisch sozusagen, was natürlich heißt, dass man eigentlich nicht ist, aber das noch so ein bisschen mitsuggeriert. Auch eine ganz fiese Nummer sozusagen. Wir werden noch auch auf den Crash nochmal zurückkommen, aber jetzt, wo wir davon schon sprechen, also eben zu dieser Selbsterzählung, das ist ein Problem, was wir überwunden haben. Ich hatte das ja auch schon erwähnt, die Konsequenzen dieses Kulturkampfs werden eigentlich immer so erzählt, dass daraus dann der Weimarer religions-staatskirchenrechtliche Kompromiss, die hinkende Trennung hervorgegangen ist und das ja heute bei uns das gelöst ist, weil einfach das verrechtlicht ist, sozusagen letztlich entscheiden, haben wir die kluge Entscheidung getroffen, Staat und Kirche zu nennen und die Relation dazwischen regelt das Recht, das in Äquidistanz auch zu verschiedenen Religionsgemeinschaften steht und so eine Art neutraler Mittler darstellt. Und
Sie, Frau Samur, kommen ja aus der Rechtswissenschaft und vielleicht können Sie ein bisschen darüber sagen, wie sich das denn heute darstellt. Wie neutral ist das Recht? Wie steht es da mit der Äquidistanz? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung heute Abend. Also natürlich ist ja eigentlich ein sehr guter Ort, um gesellschaftliche Veränderungen zu diskutieren und ihnen zu überlegen, welchen rechtlichen Status man ihnen geben will, wären ja die Parlamente, Länderparlamente, das Bundesparlament. Das ist ja der Ort, gesellschaftliche Veränderungen nochmal, vielleicht auch nochmal so einen Rechtsstatus zu geben. Das ist natürlich dann immer für eine Demokratie, theoretisch für eine religiöse Minorität sehr schwierig, weil natürlich die Repräsentanzfrage sich da stellt und dort eben natürlich Mehrheiten kaum gewonnen werden können, jedenfalls dann nicht, wenn man die Minoritätenfrage auch zu einer Majoritätsfrage gestalten kann. Also finden sich ganz viele Banalitäten des muslimischen Lebens eigentlich vor Gericht wieder. Das heißt, wer sich wie kleiden darf, welche Speisevorschriften aufrechterhalten werden können, wer wie vor dem Schwimmunterricht duschen darf, wer wie beerdigt werden darf, welches Gebetshaus errichtet worden kann. Also all das finden wir vor Gericht wieder. Die Banalitäten des muslimischen Lebens, so würde ich das sagen. Oder vielleicht so eine Art, das ist ja auch so ein Mikromanagement-Bild, was sich da aufmacht, was wir in dieser Rechtsprechung dann auf einmal sehr gut wiederfinden, was einfach in diesen Parlamenten, ja, nicht umfänglich, manche würden sagen nicht richtig, jedenfalls demokratietheoretisch natürlich nur sehr schwer diskutiert werden konnte. Und das Problem dabei ist dann natürlich, dass je häufiger Muslime vor Gericht gehen, umso häufiger das Bild erscheint, dass sie da vielleicht irgendwie ein Sonderrecht wollen, dass sie da für sich irgendwie was gerichtlich aushandeln wollen, was doch gar nicht, ja, der Norm entspricht, so ein Sonderrecht. Und wenn wir dann auch noch sehen, wie in der Rechtsprechung man versucht, mit diesen Grundrechten, Grundrechtsauslegungen dann eben der Dogmatik nach zu zeigen, ist man dann auch noch mal erstaunt als Juristin, und hier heute bin ich ja auch nicht nur als Juristin hier, sondern auch als Islamwissenschaftlerin und selber eben auch Muslimin, ist man jedenfalls erstaunt, wie dann neue Verfassungspositionen geschaffen werden. Wir kannten vorher Begriffe wie den Schulfrieden, kannten wir gar nicht. Ja, auf einmal gibt es dann eine neue Verfassungsposition, wird auch nicht näher definiert. Wir kannten vorher auch nicht, also was hatten wir noch, wir hatten, also als Beispiel jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wird auf einmal so ein Verfassung oder so ein Güterposition wie Vivre Ensemble in diesem Burka, in dieser Frage zur Burka-Gesetzgebung in Frankreich, also Living Together, was dann irgendwie in der abweichenden Rechtsmeinung als total far-fetched and vague gesehen wird. Ja? Wir erkennen also, dass auf einmal die Frage nach der Grundrechtsauslegung fast nur noch gehandhabt werden kann, indem wir neue Verfassungspositionen schaffen. Ja? Denn beim Neutralitätsbegriff, vorher gab es einen staatlichen Neutralitätsbegriff, aber auf einmal stellen wir fest, dass das Bundesverfassungsgericht entscheiden möchte zwischen staatlicher Neutralität in der Schule, aber das ist was ganz anderes als staatliche Neutralität in der Justiz. Also ganz neue Verfassungspositionen von Verfassungsrang, die da geschaffen werden. Und das ist natürlich eine Irritation. Also das ist natürlich also diese Vorstellung, also wie gesagt, erstens, das ist irgendwie die Banalitäten, das muss, also dieses Mikromanagement, würde ich es auch sagen. Das Mikromanagement muslimischen Lebens wird vor Gericht verhandelt, ja, wird mit neuen Verfassungspositionen dann auch eigentlich außen vor gedrückt. Wir haben dann neue Chiffren, ne? Also Schulfrieden, Neutralität, Vivre Ensemble, Leitkultur im Bayerischen Integrationsgesetz. Und das ist erstens mal eine Irritation. Und man hat dann schon, man merkt so, wie dieser Umgang mit so einer störrischen Minderheit, einer störrischen religiösen Minderheit so gehandhabt wird. Und vielleicht ist das der Punkt, an dem man dann natürlich auch nochmal an diese Kulturkampffragen historisch anschließen kann. Ja, also diese störrische Minderheit, die auf eigentlich eine Praxis, auch eine Körperpraxis, Ritualien verweisen möchte oder daran festhalten kann oder möchte, die aber eben immer wieder darauf verwiesen wird, letztlich wird es eben nicht demokratisch, parlamentarisch so entschieden, oder jedenfalls wird es zwar entschieden, meistens, ich würde sagen, mit Verbotsgesetzen, und dann ist immer der Weg eben der Gang zum Gericht, derjenige, der einen zumindest mal leider diesen Eindruck verstärkt, als müsste es Sonderrechte geben.
Vielen Dank. Also Sie sehen, wir marschieren schon ganz schnell in die aktuelle Fragestellung, die dann eben mit Minderheiten zu tun hat. Ich erlaube mir trotzdem noch einmal einen historischen Schritt zurück, weil das wirklich auch ganz interessant ist. Der erste Kulturkampf, also der 1871, wird tatsächlich noch sehr im Parlament geführt. Ne? Also die katholischen Deutschen schaffen es, sich parlamentarisch zu orientieren. Sie wissen das alles, das Zentrum wird gegründet und Ludwig Windthorst und andere Reichenberger nutzen die parlamentarische Öffentlichkeit ziemlich erfolgreich, jedenfalls diese Frage immer wieder aufzubringen, sozusagen, was sind eigentlich Minderheitenrechte? Und es kommen auch da schon genau dieselben Argumente. Das ist doch eigentlich nur Sonderrecht, sozusagen, wieso, also Troublemaker, ne? Wieso wollt ihr denn immer mehr haben? Und es ist auch ganz interessant, dass dann sozusagen in der nächsten Welle der Diskriminierung, also im Antisemitismus, der wird schon nicht mehr vor parlamentarisch verhandelt, weil die Minderheit sehr klein ist, aber auch sehr viel dann vor Gerichten, in dem Verleumdungsprozesse und sowas geführt werden. Frau Kirchbach, Sie hatten ja jetzt eben schon erzählt, sozusagen die gelebte Perspektive, ne? wenn man die Minderheit ist und das Gedicht nicht aufsagen darf. Aber jetzt hier, wenn Sie das hören, also sozusagen die Frage der Minderheiten, das kann man ja nun beim Protestantismus heute nicht mehr sagen, aber wie funktionieren denn da eigentlich die Alignments, die Bündnisse sozusagen, sehen Sie da auch etwas von Ihrer Sache? Also geht, oder ist das irgendwie, haben Sie eher dann das Gefühl, das ist ja nicht, das geht mir nichts an sozusagen? Das scheint mir eine wichtige Frage zu sein. Also ich glaube tatsächlich, dass das, was Frau Samur gesagt hat, dass das ein Anknüpfungspunkt ist für das, was wir heute fragen nach dem aktuellen Denkmuster Kulturkampf. Und ich selber bin allerdings sehr radikale Ökumenikerin. Leider sind wir zu wenige, aber ich glaube, dass wenn das Christentum in diesem Land noch irgendetwas erreichen will, und sei es Sichtbarkeit und das Kennenlernen von christlicher Ethik, dann muss es das ökumenisch tun. Also da immer sagen, ja, das ist jetzt die protestantische Position und die römisch-katholische müssen sich dann bitte mal nochmal von der anderen Seite anhören, das wollen die Menschen nicht mehr hören. Also das, ich glaube, das haben wir auch alle schon erlebt. Und ich habe neulich in einem Podium gesessen, da ging es jetzt vor den Wahlen um die Stadtmitte Berlin und deren bauliche Gestaltung. Dann hat der FDP-Delegierte in dieser Runde, ich habe seinen Namen vergessen, es ist nicht der hat gesagt, ja, wissen Sie übrigens, die Zahlen der Katholiken in Berlin nehmen zu und die der Protestanten nehmen ab. In 5 Jahren haben wir in Berlin mehr Katholiken als Protestanten. Na, da schauen wir mal. Und Sie haben wenigstens gelacht, dieser Raum war, der wusste nicht, warum er das gesagt hat. Die haben sich angeguckt, warum sagt er das jetzt? Und ich habe da gesessen und habe gedacht, oh, wie schön, Hauptsache die Zahl der Christen nimmt zu, wenn es Katholiken sind, egal, Hauptsache sie nehmen nicht weiter ab. Also das würde ich jetzt tatsächlich nochmal auf dem Hintergrund, das ist mir ein wichtiges Anliegen, also zu merken, wir sind dabei, weniger zu werden in dieser Gesellschaft. Es wird scharenweise aus allen Kirchen ausgetreten, wir können das differenzieren, aber es ist einfach so. Und wenn wir glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir das, was an alten Kulturkampfreflexen innerchristlich noch zwischen uns ist, mal lernen zu bearbeiten und gemeinsam weiterzugehen und dann uns gemeinsam der Frage zu stellen, wie gehen wir mit dem Islam in unserem Land ins Gespräch. Wie schaffen wir es da, Rechte einzuräumen oder wie können wir Unterstützung geben, Unterstützung, die Religionen untereinander leisten müssen? Das wäre mein Vorschlag für die Debatte. Erlauben Sie kurz, dass ich so ein bisschen irritiert bin. Erst verbünden und dann gemeinsam um den Dritten kümmern, das scheint mir nicht besonders vermutlich dauert das auch noch eine Weile, aber ich glaube schon, dass der Anspruch des interreligiösen Dialogs, wo er auch immer erhoben wird, von der christlichen Seite und nicht von einer Konfession aus, also wenn wir als Christen in den interreligiösen Dialog treten, sind wir auch sofort dabei zu überlegen, wie denken die anderen Partner dazu, also wenn ich hier in Berlin ökumenischen, also interreligiösen Dialog führe, dann sollte ich tatsächlich mit den Orthodoxen vor Ort und auch den Katholiken vor Ort reden. Was habt ihr für eine Position? Seid ihr dabei? Können wir euch dazu holen? Also das finde ich schon ganz wichtig, dass wir nicht unseren muslimischen Gesprächspartnern das Gleiche sagen wie der Gesellschaft. Ja, das sind jetzt wir Protestanten. Wenn Sie wissen wollen, was die Katholiken denken, müssen Sie bitte mal mit denen reden. Also so kann man doch keinen interreligiösen Dialog führen.
Herr Schmidt-Bilgemann, Sie hatten ja eben schon gesagt, sozusagen erstmal die Primärerfahrung ist vielleicht eben immer gar nicht so kämpferisch, sondern eher so dieses Wurmende und so weiter. Wie sieht das jetzt in aktuellen Konstellationen an? Da könnte man ja auch sagen, beides, ne? Sozusagen, es gibt eine gewisse spektakuläre Oberfläche, wo gerne mal Formeln und Positionen gemacht werden. Und dann gibt es auch so ein bisschen das untergründige Werk der sozialen Praxis, was Frau Samur ja auch schon erzählt hat, also kleine Entscheidungen, die da getroffen werden. Wie würden Sie das ins Verhältnis setzen? Einige vor allen Dingen begriffliche Schwierigkeiten. Mhm. Einmal ist bei Ihnen, was ist das Recht? Das Recht ist ja auch ganz wesentlich eine Traditionsfrage. Und diese Traditionsfrage ist dann die, wer bestimmt die Tradition? Das heißt, was ist sozusagen das Narrativ dafür, was das Recht ist? Man kann natürlich sagen, das ist verfassungsmäßig festgeschrieben, ist ein Punkt, aber die Ausfüllung dieser Verfassung ist, wie ja die Rechtsprechung zeigt, ganz wesentlich von den jeweiligen Traditionsverhältnissen her bestimmt. Wie denn überhaupt die Frage auch der Religiosität von wesentlich den Traditionen abhängt, welche Narrative denn die eigentlich die Hegemonialen sind. Das ist schwer zu verwalten, aber ist ein Teil davon. Und natürlich hat das eine lange, auch wieder preußische Tradition, ich erinnere nur an Savigny und die gesamte historische Rechtsschule, die alle ihre Voraussetzungen, die sie haben, in Frage stellt. Wie man damit umgeht, kann ich so einfach nicht sagen. Zweiter Punkt, der mich interessiert dabei, ist, was ist die Rolle der Politik in Bezug auf die Toleranz? Wir wollen ja alle schrecklich tolerant sein. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich muss. Und da gibt es so eine merkwürdige Form von Widerständigkeit in dem Begriff. Und wenn ich versuche, mir darüber klar zu werden, was das eigentlich ist, dann ist es der, dass als Gläubiger mit den ganzen Implikationen der Heilsgeschichte und den Wahrheitsansprüchen, und davon hängt die ewige Seligkeit ab, angeblich oder vielleicht auch wirklich, da kann ich nicht meiner eigenen Religion gegenüber so tolerant sein. Und das Ergebnis ist, dass die Toleranten den Gläubigen unterstellen, sie seien eben gläubig und könnten gar nicht tolerant sein, und umgekehrt dasselbe. Das heißt, dieser ideologische Haupt- und Kernbegriff ist in sich selber zutiefst brüchig. Auf der anderen Seite ist der Staat bei uns als weltanschaulich neutral diejenige Instanz, die diese Toleranz erzwingen kann. Ob das aber dem ideologischen Begriff der Toleranz, der ja sehr gepredigt wird, entspricht, das wüsste ich gerne. Und es wäre ja auch nochmal die Frage, wo manifestiert sich es konkret? Sie hatten das schon erwähnt, also eben auf Körper, wie ziehe ich mich an und so weiter, darum geht es ja auch. Auch nochmal zurückblickend, wir hatten eben tatsächlich gesagt, dass diese inflammatorischen, verschärfenden Rhetoriken genau diese Spaltung zwischen den Frommen und den Toleranten immer mehr verschärfen, ne, sozusagen. Die werden sich immer weniger wechselseitig erkennen. Und die Frage ist, gibt es dann eigentlich noch ein gemeinsames Forum sozusagen? Wenn wir kennen jetzt, also das beste Beispiel, also es wird immer gerne festgemacht an den USA, wir kennen ja dann das Phänomen, dass sich der öffentliche Diskurs praktisch spaltet, ne? Und die einen und die anderen nicht mehr miteinander kommunizieren, grundsätzlich nichts glauben, was die anderen sagen und sich grundsätzlich die Legitimität absprechen.
Nochmal zum Recht. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie da auch richtig verstanden habe, Frau Samur. Würden Sie jetzt mal sozusagen abgesehen von der, das ist ja dann eigentlich keine rechtswissenschaftliche Frage mehr, als politische Entscheidung, würden Sie auch sagen, dass tatsächlich das Problem ist, dass die politische Auseinandersetzung nicht geführt wird und es in den rechtlichen Bereich abgeschoben wird, damit irgendwie Neutralität suggeriert wird, die vielleicht gar nicht, oder vielleicht ist der rechtliche Bereich auch funktional gar nicht so wahnsinnig gut geeignet, diese Probleme zu lösen, über die man besser öffentlich sprechen müsste. Aber es ist ja eben wirklich ganz auffällig, dass der öffentliche Diskurs anders, sage ich jetzt mal, funktioniert. Also ich glaube, was wir sehen können, ist, dass sich, es passiert eine gewisse Veränderung und dann fragt man sich, geht es denn rechtlich? Ist es denn erlaubt? Ja, also kann denn jetzt eine Lehrerin mit Kopftuch in der Schule unterrichten? Da gab es gar nichts zu. Da gab es vielleicht irgendwie interne Verwaltungsverordnungen, aber also es gab irgendwie fast, also ganz wenig Juristisches dazu. Und man fragt sich, geht es denn? Das ist irgendwie neu, geht es? Und dann wird dann prozessiert und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, also wenn man das verbieten will, dann braucht es zumindest mal ein Gesetz dafür. Was passiert dann? Und ich weiß jetzt von dem damaligen Bundesverfassungsrichter Sommer, der sagte, ja, wir wollten damals eigentlich nur sagen, diskutiert es doch. Also wenn Verbot, dann nur mit Gesetz, weil das einfach klassisches Grundrechtsdogmatik ist, aber ihr könnt es diskutieren. Geht raus in die Republik und diskutiert es zusammen. Und dann sagt der Bundesverfassungsrichter Sommer damals, und dann waren wir so erstaunt, weil auf einmal wollten die alle Verbotsgesetze. Wir haben gar nicht damit unbedingt gerechnet, dass sie es verbieten würden, weil es gab ja die Praxis. Und dann wollten sie es aber alle verbieten. Das heißt, die Frage, also mir erscheint, also ich propagiere jetzt nicht letzten Endes irgendwie, also ich sage jetzt nicht, wir müssen das alles übers Recht klären, aber was passiert, und das versuche ich gerade so ein bisschen nachzuzeichnen, ist, wie passiert es denn? Ne? Eine gesellschaftliche Veränderung, dann geht es nicht, und wenn wir was verbieten wollen, dann nur mit Gesetz, und dann kommt das Parlamentarische, es agiert vorwiegend mit Verbotsgesetzen, und ich würde auch fast die These mal, also in vielerlei Hinsicht, mich da trauen zu sagen, dass Muslime vorwiegend über Verbotsgesetze adressiert werden. Ja? Und dann geht das Spiel weiter, weil man sich dann eben auch denkt, wir verbieten mal, können jetzt mal wir machen das jetzt mal, zum Beispiel wegen Vorbehalt des christlichen Abendlandes, es gibt ein paar religiöse Symbole, die haben eine bestimmte Tradition, die sind tradiert, die gehören hierzu, aber dieses eben nicht, ja. Und dann geht das Spiel weiter zu gucken und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das sollen dann die Gerichte klären. Ja? Sodass es gibt da schon so eine Art Choreografie, dass man genau weiß oder jedenfalls häufig vermutet, wer welche Rolle hier hat. Es haben jetzt zum Beispiel nicht alle Bundesländer, haben nicht alle Verbotsgesetze eingeführt. Das gehört auch zur Geschichte und es gehört natürlich dann auch zur Geschichte, dass 2015 das Bundesverfassungsgericht dann wieder anders entschieden hat, weil es dann gesagt hat, aber es kommt hier auf die faktische Benachteiligung an und wer wird hier faktisch benachteiligt von diesen Verbotsgesetzen? Alle, die an der Schnittstelle von Religion und Geschlecht. Also wir sehen ja dann auch, dass es eine Ausdifferenzierung gibt, zu sagen, wir gucken eben nicht nur auf die Kategorie Religion, sondern wir nehmen eine Weite und weiteres personenbezogenes Merkmal dazu, das ist eben Geschlecht und faktisch benachteiligt sind dann eben in dem Fall jedenfalls Frauen, muslimische Frauen, die das Kopftuch tragen, sodass wir schon auf der einen Seite sicherlich davon sprechen können von so einer Ausdifferenzierung. Aber ich möchte ein bisschen warnen, weil ich das auch leider nicht sehe, vor so einem linearen Geschichtsverständnis, das daraufhin hinauslaufen soll, zu sagen, es gibt mehr Reibung, weil es gibt ja auch mehr Sichtbarkeit, mehr Öffentlichkeit. Die Frauen sind eben jetzt nicht nur Putzfrauen, sondern jetzt sind sie auch noch Lehrerinnen oder es gibt einen weiteren Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass auch Erzieherinnen im öffentlichen Dienst dann bei ihrer Arbeit das Kopftuch tragen können. Aber dieser lineare Fortschrittsglauben, der Toleranzglauben oder
Ja? Der trägt sich natürlich nicht immer und vor allem müssen wir aufpassen, wenn wir das jetzt alles in dieses Rechtsprechungsforum packen, weil wir zum Beispiel dann feststellen können, naja, aber die Rechtsreferendarin, nee, die nicht, die darf nämlich nicht vorne auf der Richterbank sitzen. Die hat sich gefälligst hinten reinzusetzen, hinten bei der Zuschauerbank. Und da habe ich mich zumindest mal getraut, dazu zu schreiben, dass ja, Rosa Parks durfte auch nicht vorne im Bus sitzen. Sie kam auch mit dem Bus an, aber sie musste eben hinten sitzen. Und der muslimischen Referendarin mit Kopftuch kann man natürlich auch sagen, ja wieso, zum Schluss kannst du doch dein zweites Staatsexamen machen. Aber du sitzt gefälligst hinten. Ja, weil natürlich vielleicht beim objektiven Empfängerhorizont könnte ja jemand meinen, dass hier der Anschein der Neutralität nicht mehr gewahrt ist. Ja? Und das, da muss ich auch sagen, okay, also den Schülerinnen traut man eher zu differenzieren zwischen der Grundrechtsträgerin, Lehrerin, und dass es sich hier nicht um ein Staatsbild in dem Sinne handelt, aber den Erwachsenen, die zu Gericht gehen, trauen wir das nicht zu. Ja, da benutzen wir diese Figur des objektiven Empfängerhorizonts. Es könnte ja jemand meinen, dass der Anschein der Neutralität nicht mehr gewahrt ist. Also ich will damit nur sagen, wir haben hier eine Geschichte des Rechts, die sehr prominent ist bei diesen Fällen. Vielleicht wir wissen, dass sie in anderen Ländern die Geschichte sich nicht so stark über das Recht ausspielt. Ja, das könnte auch anders sein. Es ist kein Automatismus, dass diese Fälle alle vor Gericht landen. Ja, also wenn wir müssen jetzt, ich will gar nicht so viel über das Ausland reden, aber man kann es auch anders, man könnte es auch anders machen. Aber wir sehen hier, dass das Recht hier eben auch zur Exklusion natürlich genutzt wird. Das ist ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen Teil einer Antwort auf das, was Herr Schmidt-Biggemann fragte, was ist eigentlich das Recht? Also für meine Begriffe gibt es da schon auch eine sehr starke Zuschreibung eben an die Problemlösungsfähigkeit. Ne? Also das Ansehen von Karlsruhe ist ganz oben und insofern glaubt man, dass da dann eine sowohl irgendwie neutrale als auch praktische und dann letztendlich durchführbare Entscheidung kommt, die vielleicht ist das aber viel zu viel verlangt. Wir haben noch auch diese Toleranz-Sache, das adressiere ich auch nochmal an Sie zurück, Herr Schmidt-Biggemann, aber auch eben auch an alle drei und ihr zunächst mal an Sie, Frau Kirchbach. Bei Ihnen haben wir ja noch die Konstellation, eine ökumenische Diskussion und eine interreligiöse Diskussion. Und da nehmen wir jetzt mal den Islam sozusagen. Ist da Toleranz überhaupt irgendwie ein produktives Konzept? Ist das vielleicht auch viel zu kalt oder auch zu widersprüchlich, wie Herr Schmidt-Biggemann sagt? Und wenn ja, was mich auch vor allem interessiert, ist das eigentlich gleichgelagert? Sind diese Diskussionen, wenn man so als wie sagt man, Gelegenheitsprotestant, hört man ja inzwischen doch selten Polemik gegenüber Katholiken, jedenfalls im Gottesdienst, vielleicht eher so ein bisschen danach. Mit dem Islam war es ja aber doch mal eine Weile auch so, dass sich der protestantische Pfarrer ganz staatstragend gab und sich Sorgen machte über den Islam sozusagen. Das hat mich ehrlich gesagt damals ziemlich irritiert sozusagen, dass man jetzt da einstimmt in so ein bisschen Expertise über andere und so weiter. Also ist das dieselbe Form von, sind das dieselben Nahverhältnisse oder sind das auch ganz andere Probleme oder wie funktioniert da Ihr Zwei-Stadien-Modell? Wir einigen uns erstmal untereinander und dann gucken wir mit den anderen. Nein, ich habe ja Ihrem kurzen Einspruch dann auch stattgegeben. Also insofern, also ich denke auch mit dem Zwei-Stadien-Modell, das ist zu schematisch. Nein, also ich finde erstmal miteinander auf Augenhöhe reden, in jedem Falle die beste an. Und ob ich mich im Toleranzbegriff, nach dem, was Sie gesagt haben, Herr Schmidt-Biggemann, noch wiederfinde, da muss ich jetzt, so weit bin ich da noch nicht, muss ich nochmal nachdenken. Also hier würde ich jetzt gerne außen vor lassen. Was ich aber als Nicht-Juristin weiß, ist, dass ich das Befassen von Gerichten immer, das ist das Nonplusultra. Also davor muss doch anderes stattfinden. Und was können wir denn dafür tun, dass die andere, der Diskurs, dass der stattfindet? Und sei ökumenisch oder gesellschaftlich. Also wo sind die Orte, wo wir den Diskurs führen? Wo sind die Personen, mit denen wir es führen? Welche Kriterien haben wir für den Diskurs? Wen schließen wir ein, wen schließen wir aus? Ich habe als Pfarrerin, die ich die letzte Phase meines Dienstes hier in Berlin unterwegs war, irgendwann mal nur seufzend gesagt, ich möchte
mit allen Muslimen reden, die überhaupt mit mir reden wollen, weil es schwierig ist, sozusagen ganz an der Basis Menschen zu finden, die sich auf einen Diskurs einlassen. Weil das tatsächlich, das ist auch ein Weg, auf dem wir erst am Anfang sind, wo wir miteinander auf die Suche gehen müssen. Das wäre auch meine Frage an Sie, ob Sie da einen Hinweis haben, was wir tun können, um die richtigen Gesprächspartner zu finden, damit nicht nur die Gerichte und das in einer sehr abstrakten und distanzierten Form sich mit der Frage befassen. Und ich glaube schon, dass es innerhalb der Ökumene noch eine Konkurrenz gibt, die belebt das Geschäft. Das ist, also ich kann als Rundfunkratsvorsitzende auch sagen, es ist ähnlich wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt den ARD und das ZDF, die sind beide sehr unterschiedlich und es gibt da interessante Parallelen zwischen. Und die brauchen einander auch als Konkurrenten. Und gleichzeitig müssen sie aber wissen, sie kämpfen gemeinsam um die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in diesem Land als eine demokratische Instanz. Und das würde ich auch mit unterstützen. Und genauso finde ich auch, dass jeder Institution, ob es protestantisch oder katholisch ist, bewusst sein sollte, dass die größere, wichtigere und schwerwiegendere Frage ist, wie, auf welche Weise wir noch sichtbar in die Zukunft den Menschen zur Seite stehend sein können. Das ist einfach der Hintergrund. Konkurrenz ist natürlich auch nochmal ein schönes Modell, ne? Was andere, also viel weniger bellizistisch ist als der Kampf und auch nicht so schlimm wie dieses Untergraben und Anstänken. Man kann ja ein freundlicher Konkurrent sein. Jetzt haben Sie den Rundfunkrat erwähnt und da interessiert es mich ja dann doch auch total. Ich meine, der RBB ist natürlich auch nicht gerade ein religiöser Sender, aber ich meine, das ist doch eigentlich auch genau die Ebene, wo man sich jetzt, wo die Frage beständig aufkommt, wer kommt eigentlich zu Wort, was wird, also wer wird, also kommen auch Minderheiten zu Wort, wie würden, also spielt das da eine Rolle? Also Sie, vielleicht können Sie da mal ein paar Anekdoten aus der Praxis erzählen, weil es ist immer noch hier in Berlin die Abendschau, unglaubliche Einschaltquoten und so weiter. Da muss es ja eigentlich um die Abbildung von Diversität gehen. Ist das der Fall? Ist das eine Diskussion oder ist man eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt? Also der Rundfunkrat besteht aus 30 Mitgliedern. Der Gesetzgeber sind die Parlamente, in dem Falle Berlin und Brandenburg. Und die haben da 30 gesellschaftliche Institutionen hineingesandt. Und dieser Rundfunkrat mit den 30 Personen wählt dann seinen Vorsitz. Und das bin jetzt schon ich zum wiederholten Maße. Und ich muss auch sagen, ich werde auch deshalb gewählt, weil ich das Gremium leite und versuche, zu Ergebnissen zu bringen. Nicht, weil ich als Protestantin so viel wie möglich Werbung für meine Kirche betreibe. Täte ich das, hätten sie mich nicht gewählt. Also es ist eher so, dass wir da einen Dienst leisten an der Gesellschaft, auch der katholische Kollege, der dabei ist. Wir versuchen, das Gespräch mit in Gang zu halten, unsere Argumente einzubringen, aber tatsächlich jetzt nicht, ich sage es jetzt mal im negativen Sinne, missionarisch aufzutreten. Ich bin Pfarrerin, ich stelle mich auch so vor, aber ansonsten habe ich da eine Arbeit, die definiert ist. In diesem Rundfunkrat sind die Parteien und Institutionen, zum Beispiel auch die jüdische Gemeinde, die jetzt schon zum zweiten Mal kein Mitglied entsandt hat, weil 4 jüdische Kongregationen angeschrieben werden, sich auf eine Person zu einigen in Berlin und Brandenburg. Und diese 4 sind sehr stolz darauf, dass sie eine solche Konfliktkultur haben, dass sie sich nicht auf eine Person einigen können. Und das ist, finde ich, sehr traurig, weil ich glaube, in Deutschland muss in jedem Rundfunkrat die jüdische Stimme, und zwar die nun wirklich im Vertreten auch des eigenen Anliegens sein. Während wir noch tatsächlich auch als Religion, sobald es darum geht, und es geht auch oft um die Frage, wie weit, was haben wir, was liefern wir für Bilder vom Islam? Diese Diskussion wird häufig geführt. Und da wird tatsächlich zu uns Kirchenvertretern geschaut, was wir jetzt dazu sagen, weil wir offensichtlich, von uns wird erwartet, dass wir mehr vom Islam wissen als der Normalsterbliche in diesem Land. Gott. Das finde ich erstmal nicht schlecht und es ist nur vielleicht eine gewisse Überforderung. Würden Sie es auch umgekehrt machen? Also wenn jetzt mal für eine Amtszeit sozusagen ein Vertreter des Islams Ihre Position übernimmt und der ist dann der Experte für die Protestanten? Also ich habe das einmal erlebt, dass ein Muslim sagte, ich glaube, dass Menschen, die beten zu dieser Frage, es ging um eine ethische Frage, ich weiß nicht mehr welche, aber Menschen, die regelmäßig beten zu dieser Frage, ein anderes Verhältnis haben. Und da hat er mich mit eingeschlossen. Und das war für mich ein sehr starker Moment. Und das, was ich jetzt, ich kann das jetzt auch erstmal beenden, was mir wichtig ist für den Rundfunkrat, ist, ich hätte da gerne auch die Stimme des Islam. Ich hätte gerne eine muslimische Stimme. Und das Problem liegt beim Gesetzesgeber und natürlich, dass nicht klar ist, welche Kongregation, welche Institution kann möglichst breit den Islam vertreten in dieser Runde. Es gibt schon Bundesländer, wo muslimische Stimmen im Rundfunkrat sitzen. Das wäre genauso wichtig wie auch die jüdische Stimme.
man kann ja auch sagen, bei 30 sozusagen sofort. Bei 30 sind wir ja schon fast bei der Repräsentation, wenn man so jedenfalls an die Berliner, Brandenburg ist ein bisschen was anderes, an die Berliner muslimische Bevölkerung denkt. Ja. Herr Schmidt-Bingemann, Sie wollen sowieso was sagen, aber vielleicht können Sie auch noch mal zu der Toleranz was sagen und auch ein bisschen von dem philosophischen Gepäck, was ich weiß, dass Sie dabei haben, ein bisschen was auspacken. Was ist eigentlich das Problem mit dem Toleranzbegriff? Das haben Sie jetzt hier. Historisch ist das Verhältnis verhältnismäßig klar, nämlich seit den Bürgerkriegen, seit den konfessionellen Bürgerkriegen, dem französischen vor allen Dingen, ist der Begriff Souveränität festgesetzt worden für den Staat. Und der Souverän, das ist Baudin, also der Autor dafür, der Souverän ist derjenige, der über der Religion steht und die Dinge der Religion in Bezug auf den Staat regelt. Das heißt nicht, dass er in die Religion im Einzelnen hineinregiert, aber er garantiert, dass sich die Religionsparteien nicht die Köpfe einschlagen. Das ist die Konstruktion. Das heißt, Toleranz ist keine ideologische Frage, sondern eine Staatsrechtsfrage. Und da kommen dann die entsprechenden Spannungen auf. Darüber gibt's eine ewig lange Literatur. Meine Frage ist nun eine, die sich zum Beispiel an der jüdischen Gemeinde oder an den jüdischen Gemeinden zeigt. Wie verhält sich eigentlich die Toleranz zur jeweiligen Bestimmung der eigenen Identität? Was sind die Bedingungen einer solchen Identität? Kann man die überhaupt festsetzen? Sind die kontingent? Sind die historisch? Wie muss man das verstehen? Innerhalb des Christentums, noch anders als bei den Juden, spielt die Konfession, und zwar im genauen Sinne das Bekenntnis des Glaubens, eine ganz erhebliche Rolle. Und dieses Bekenntnis wird jedenfalls unterstellt, sei dasjenige, was die tiefste innere Überzeugung hat, und dann kommt die unsterbliche Seele, die mit der Identität verbunden ist, und dann hat man wieder den gesamten Zusammenhang dieser christlichen Wahrheitsvorstellung, die aber nicht nur eine Wahrheitsvorstellung ist, sondern mit einer Heilsvorstellung verbunden ist. Das ist nicht wie 2 und 2 ist 4, sondern das ist, danach richte ich mein Leben ein, und der erste Katechismussatz heißt bekanntlich, wozu bist du auf Erden? Gott zu dienen, ihm zu lieben und dadurch in den Himmel zu kommen. Habe ich noch gelernt. Schönes, altes, katholisches Milieu. Aber damit ist klar, die Vorstellung der Wahrheit, die in diesen Zusammenhängen mit der Identität gekoppelt ist, ist schwer verhandelbar. Das ist, Frau Samuel, Sie greifen schon zum Mikrofon, bitte. Zumindest mal noch mal was kurz sagen zu diesem Wunsch, der geäußert worden ist, ein Gespräch auf Augenhöhe führen zu wollen. Und das höre ich ganz häufig, aber ich glaube, es ist schon nochmal wichtig, dass wir vorher erstmal nochmal den Ist-Zustand klar bekommen. Bei Religionsfreiheit geht es ja nicht nur um individuelle Religionsfreiheit, sondern auch um kollektive Religionsfreiheit. Tatsache ist aber, dass die islamischen Religionsgemeinschaften der Status der Körperschaften des öffentlichen Rechts verwehrt wird, weil sie eben nicht die gleichen kirchlichen Organisationsformen kennen, also praktisch als kulturfremd irgendwie sind, und dass eben die Frage nach dem Religionsunterricht, der ja dann auch eine kollektive Religionsfreiheitsfrage eben auch mit bedeutet, dass die nicht in place sind, am Platz sind. Das heißt, es kann strukturell kein Gespräch auf Augenhöhe geben. Das ist der Ist-Zustand. Was dann eben bedeutet, dass wenn wir diese Körperschaftsfragen auch nicht in irgendeiner Form lösen, haben wir, was wir de facto haben, sind Moscheevereine. Moscheevereine arbeiten mit den Kapazitäten von Ehrenamtlichen. Bei Ehrenamt, das widerspricht allen Vorstellungen von Professionalität.
Ja, und ich weiß natürlich von Ehrenamtlern, an ehrenamtlich tätige Menschen kann ich gar keine Ansprüche stellen, weil was die machen, ist ja von sich aus schon Energie und Zeit und meistens auch eigenes Geld mitzubringen. Ja? Das heißt, auch wenn ich Mitglied bin eines Moscheevereins oder entweder Vereins oder jedenfalls die religiösen Dienste in Anspruch nehme, natürlich kann man immer mal wieder Dinge anregen und so, aber die Professionalisierungsfrage, die können wir so nicht stellen, weil die Strukturen einfach fehlen und es wäre einfach eine Frage, ich sage es einfach der Ehrlichkeit, dieses festzustellen, dass wir ein Gespräch auf Augenhöhe so nicht führen. Ja, wir haben immer mit Professionalisierten, wir haben es mit Ämtern, also einem Amt, mit einer gewissen Professionalisierung, auch im positiven Sinne eine Bürokratisierung, überhaupt ein Büro, das verwaltet. Ja? Genau, ne? Wir haben Akademien, all das. Und dem gegenüber haben wir ein Ehrenamt. Das heißt, die Leute haben eigentlich ganz andere Jobs. Sie kommen meistens, das wissen Sie auch, Ehrenamt, es wird viel von Frauen übernommen. Ja? Die haben noch tausend andere Sachen zu tun. Da ist man einfach nur dankbar, dass die überhaupt kommen und was anbieten. Und dann ist man auch nicht so, man kann da gar nicht so wählerisch sein, weil das bringt so ein Ehrenamt mit sich. Und diesen Ist-Zustand einfach wenigstens mal so festzustellen und zu sagen, bevor wir hier sagen, wir wollen ein Gespräch auf Augenhöhe und jetzt organisiert euch mal, müssen wir einfach noch eine ganze Reihe von anderen Fragen strukturell und leider auch juristisch klären. Ja, und auch da schon wieder diese Körperschaftsfrage ist eine Frage, die vor Gericht verhandelt und gestaltet wird. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar einfach noch mal wichtig, die Ungleichheit mal festzustellen. Wir wollen vielleicht eine neue, es gibt das Normativ der Gleichheit, aber die Tatsache ist erstmal, dass wir Ungleichheit haben und wir haben noch ein richtig großes, weites Stück hin zur Gleichheit und das müssten wir, um voranzukommen, das müssen wir dann adressieren. Und das heißt nicht, ich sage auch nicht, dass es da keine Gleichzeitigkeiten geben kann, das heißt ja nicht, dass wir das Gespräch aussetzen und so lange warten, bis diese Fragen endlich mal geklärt sind. Aber das heißt schon, dass wir auf extrem unterschiedlichen Niveaus da einfach agieren müssen. Das ist gar keine Frage und leider wird sich das, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr lange halten. Und wenn Sie dann auch noch wollen, dass Sie das Gespräch führen mit religiös informierten Personen, wenn wir jetzt Jahrzehnte haben, in denen zumindest mal an den Schulen Religionsunterricht gar nicht, ungenügend oder das ist ja eine Länderfrage und so weiter, stattfindet, wo wollen Sie dann die Person herbekommen? Ja? Und wir müssen jetzt auch nicht über die Fakultäten oder die islamischen Theologien sprechen, weil das ist ja auch klar, das kommt ja schon fast zu spät. Religiöse Bildung muss ganz früh anfangen. Dieses, was so schön heißt, ob man religiös musikalisch ist oder nicht, das kommt ja nicht erst an der Uni. Das muss ja ganz früh mit Initiationsritualien etc., mit Gemeinschaften und so muss sowas ja gepflegt werden, damit man diese religiöse Sprache auch weiterhin beibehalten kann und sie so aufbreitet und auffächert, dass man sie in den öffentlichen Diskurs einführen kann. Ich will wenigstens, also mein Anliegen war wenigstens nochmal zu sagen, der Ist-Zustand ist noch sehr schwierig. Also ich weiß, dass wir in der Rechtswissenschaft eben gerne viel über so dieses Normativ, also überhaupt, dass endlich mal die Gleichheitsrechte aus dem Schattendasein hervorkommen sollen, weil wir reden so viel über Freiheitsrechte und denken noch sehr freiheitsrechtlich, auch dem liberalen Rechtsstaat gewidmet, ne, vom Eingriff her denken, den Staat vom Eingriff her denken. Aber der Ist-Zustand ist, wir müssen einfach die Ungleichheit in den Blick bekommen und die Ungleichheit und wir müssen auch, also wir hatten lange eine Fokussierung auf die individuelle Religionsfreiheit, aber uns fehlt die kollektive Religionsfreiheit, also da ist noch viel, was wirklich knirscht und deswegen, ich versuche nochmal so ein bisschen vielleicht so auf dieses Störrische zurückzukommen, weil ich das häufiger gelesen hatte, eben auch rechtshistorisch in diesen Kulturkampffragen, wie man diese Katholiken denn mal bändigen kann oder zähmen kann oder disziplinieren kann mit ihren komischen Riten und so. Ne? Also daher kommt so ein bisschen dieses Vokabular und ich frage mich einfach, also wie viel Staat muss überhaupt da sein, wie viel Recht muss überhaupt da sein, ist ja auch für eine Religionsgemeinschaft immer eine wichtige Frage, ja, wie sehr will man sich staatlich einhegen lassen
Aber so wie der Zustand im Augenblick noch ist, ist da einfach noch sehr viel struktureller Bedarf. Ja, Sie machen ja auch sehr schön deutlich, dass es jetzt also nicht nur eine Rechtsfrage ist, sondern eben auch diese Fragen mit dem Gespräch betrifft. Ne? Also wie ist eigentlich Repräsentanz organisiert, wie ist Professionalität organisiert, auch der Zusammenhang mit der Toleranz. Man könnte sich ja dazu versteigen, dass es natürlich viel leichter ist, tolerant zu sein, wenn man professionalisiert ist, ne? Und sozusagen nicht aus seiner eigenen Motivation dahin kommt. Es ist der Moment, wo ich auch schon immer mal ins Publikum schaue und auch schon eine Frage und Wortmeldung gesehen hat. Ich glaube, Sie bekommen gleich ein Mikrofon gereicht, also wenn Sie etwas sagen oder fragen wollen, zeigen Sie auf. Bitte sehr. Also, mein Name ist Cordula Schmidt. Ich habe gerade an Sie eine Frage. Und zwar ist mir vor 2 Jahren oder 3 Jahren aufgefallen, es gab zwischen am RBB immer zwischen 7 und 8 eine geistliche Musik. Die ist abgeschafft worden. Ich habe mich mit Herrn Detig in Verbindung gesetzt. Ich habe auch eine Unterschriftenaktion gemacht. Und er hat gesagt, er möchte ein anderes Publikum sozusagen in den Fokus rücken. Es sind jetzt die Kinder. Aber ich habe nichts gegen Kinder, sagen wir mal so. Aber dass der RBB nicht in der Lage ist, in der Woche 1 Stunde an geistlicher Musik zu präsentieren, finde ich ein Unding. Abgesehen davon, dass er öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich bin Chormitglied, was vielleicht natürlich dann auch wieder in eigener Sache spricht, also daran interessiert sein müsste, auch gerade Chöre oder eben auch kleine Orchester oder sowas. Also ich frage Sie jetzt wirklich, ob das nicht möglich wäre. Es muss ja nicht zwischen 7 und 8 sein, es kann ja irgendwann anders sein, aber am Sonntag wäre schon sehr günstig. Danke. Gerade das Mikro nicht an, jetzt geht's ja. Das ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Frage. Ich muss sagen, als Rundfunkratsvorsitzende sind wir verpflichtet, die Programmfreiheit der Programmmachenden zu achten. Und wir können im Nachhinein genau die Kritik, die wir aus der Bevölkerung hören oder die auch an uns herangetragen wird, dann im Rundfunkrat oder über den Programmausschuss, den wiederum den aktiven Professionellen nahebringen. Und genau diese geistliche Musik, das hat einen ganz großen Sturm gegeben, aber es liegt an der großen Umgestaltung, die jetzt gerade stattfindet am RBB. Also das Kulturradio hat ein völlig neues Profil bekommen, auch weil es tatsächlich eine sehr schlechte Einschaltquote hat und die versucht haben, auch ein breiteres und auch jüngeres Publikum mit anzusprechen. Sie haben uns aber versichert, wir haben auch Gespräche geführt, weil Sie waren da tatsächlich nicht die Einzige. Und das ist eine tolle Aktion. Sie waren ja sehr erfolgreich. Also ich habe dann auch mit der Frau Kaisers, die am Ende für das Kulturradio zuständig ist, ein Gespräch geführt und unserem Kirchenmusikdirektor, der da auch protestiert hat. Und sie hat versichert mit ihm, dass sie jetzt versuchen, ein geistliches Programm zu entwickeln, was ein Ersatz in irgendeiner Form sein kann. Und das mit der Vokalmusik ist tatsächlich ein altes Thema und ich kann Sie wirklich nur ermuntern, dass auch wenn Sie Leute schreiben, Sie weiter. Also Vokalmusik ist immer bei allen Kulturradios ein Stiefkind und ich verstehe es auch nicht, dass eine Frau, die gern singt und die hoffentlich auch demnächst in einem Chor wieder singen kann, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also das mit der geistlichen Musik, das ist, wir haben per Gesetz festgelegte Sendeplätze. Das ist uns tatsächlich auf dem Grundgesetz basierend, auch in jedem Staatsrundfunkgesetz zugesichert. Und insofern muss es auch diese Plätze geben. Und da kann man ja auch schon wieder eine ganz schöne Differenz. Ne? Die einen haben schon Sendeplätze gesichert sozusagen und die anderen haben nicht mal bezahlte Beschäftigte. Herr Schmidt-Pickemann, ich muss doch einmal nachfragen, da ich mir nicht sicher bin, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Toleranz, Religionskriege und Toleranz, also einmal ist natürlich ganz wichtig, darauf hinzuweisen, die Toleranz wird gewährt in diesem Fall. Ne? Es ist nicht erzwungen sogar. Ne? Es ist kein Recht, was man in Anspruch nehmen kann, sondern es wird erzwungen von oben und eben ja frühneuzeitlich auch fallweise gewährt oder auch nicht sozusagen. Also aber dann, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal wichtig für die Frage dann dieser Formate, also man könnte ja sagen, oder Menschen sagen, ein sehr christlich-protestantisches Konzept sozusagen, die persönlichen Überzeugungen, jeder kann seine persönlichen Überzeugungen haben,
Die anderen muss man tolerieren, aber bitte keinen öffentlichen Ausdruck davon. Ne? Darum geht es ja dann viel. Ne? Keinen öffentlichen Gottesdienst, also die Hugenotten meinetwegen, aber keinen öffentlichen Gottesdienst. Und das geht ja weiter. Ne? Und man könnte ja auch sagen, dass heute die Diskussion sowohl was das Judentum als auch was das den Islam angeht, dass es ein Problem ist, dass es hier ein bestimmtes Modell von Religion gibt, die nämlich irgendwie innere Überzeugung hat, aber außen ganz normal ist, ne? Keine Mützen auf hat und keine alle Tiere isst und so weiter. Ist das mitgemeint? Sie haben völlig recht. Schon von Anfang an ist die staatliche Erzwingung der Toleranz mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ein klassisches Beispiel ist die Fronleichnamsprozession, die in evangelischen Städten normalerweise nicht stattfand. Aber wenn die doppelt konfessionell waren, ging es zu wie in Nordirland vor ein paar Jahren. Das heißt, die Religion ist, so wie sie mindestens in Europa angelegt ist, immer auch auf Repräsentation angewiesen. Und diese Frage der Repräsentation, und das ist wiederum ein Streitfall, ist symbolisch. Und durch Symbole. Und über Symbole kann man bekanntlich nicht diskutieren, sondern die zeigt man. Und indem man sie zeigt, ist klar, dass das eine Repräsentanz, und zwar eine unreduzierbare Repräsentanz der eigenen beziehungsweise kollektiven Religiosität ist. Ist wie ähnlich auch, so wird das Kopftuch zum Beispiel interpretiert. Die Frage, was das eigentlich heißt und wie juristisch damit umgegangen wird, das berühmte Kruzifixurteil, die Frage, wie in der öffentlichen Diskussion damit umgegangen wird und die Frage, welche Unterstellungen, sage ich jetzt mal, oder zähneknirschende Akzeptanz damit verbunden ist, weil das dann wiederum von der jeweiligen Gegenseite die erzwungene Toleranz ist. Ich bin deshalb sehr vorsichtig mit der Vorstellung davon, man müsse gefälligst all dieses gleichermaßen akzeptieren. So einfach ist das nicht. Wenn Glaube akzeptiert wird, dann ist das eine Praxis. Und eine Praxis ist keine intellektuelle Auseinandersetzung, wie meinetwegen noch bei Lessing da mit den drei Ringen. Nein, sondern die Praxis macht die Religiosität aus. Und deshalb ist auch die Wahrheit der Religion keine theoretische, sondern eine, wonach man sein Leben richtet. Das heißt, sie muss entschieden werden. Und die kann nicht in der Schwebe gehalten werden. Jetzt sagen bitte die Intellektuellen was dagegen. Also, das ist natürlich, und da kommen wir jetzt irgendwie wieder dann in diese dunkle, bellizistische Rhetorik. Das ist ja dann tatsächlich ein tragischer Befund. Ne? Nehmen wir die Fronleichnamsprozession. Ich kann mitgehen, sozusagen. Ich kann nicht drüber diskutieren. Das ist, also das sagen Sie ja sozusagen, und das ist ja tatsächlich, also Frau Samur hat ja mal gesagt, lieber, und Sie haben das eigentlich auch gesagt, lieber öffentliche Diskussion als rechtlich, aber ich kann es natürlich rechtlich regulieren. Ne? Ich kann eben sagen, nö, also Fronleichnamsprozession, das ist irgendwie, was weiß ich was, Umweltverschmutzung oder irgendwie Verletzung von irgendwas und so weiter, und da kann ich ja alles machen, ne? Das ist ja auch die Idee sozusagen, und das, wie soll man sagen, das sieht ja dann nicht gut aus. Ne? Oder würden Sie sagen, letztlich machen wir es dann doch rechtlich reguliert oder machen wir Chaos, machen wir Nordirland? Also wir haben ja auch bisher noch gar nicht gesprochen über die Kräfte, die das verhindern. Ne? Also sozusagen, ich meine, man kann ja auch sagen, also sozusagen, Frau Samur, Sie haben gesagt, man muss nicht so fortschrittsgläubig sein, aber man kann ja sogar pessimistisch sein. Man kann ja eben tatsächlich sagen, das hat Funktionen, ne? Sozusagen. Es werden
Menschen ausgegrenzt, nicht einfach nur, tja, das können wir halt noch nicht so gut, sondern das ist ja gewollt. Ne? Also ich glaube, das habe ich von Ihnen, Frau Samur, das Burka-Urteil, wo es um das Verbot der Burka geht, obwohl überhaupt niemand hier eine Burka trägt, sozusagen. Was ist denn das für eine Nummer, sozusagen? Das ist so eine virtuelle Burka, die verboten wird, schon mal sicherheitshalber. Gespenster sind verboten. Das ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass der interreligiöse Dialog eben unter den Religiösen stattfindet. Kommt darauf an, wie radikal die sind und wie praktizieren und wie man diese Praxis nimmt, ist das eine. Das andere ist ja die Entgegensetzung zu den, wie soll ich sagen, bekennenden Laizisten. Das ist hier in Berlin einigermaßen klar, da heißt das Humanistische Union und da wird immer auf dem Humanitätsbegriff rumgeritten. Dieser Humanitätsbegriff unterstellt, er sei für alle haltbar. Aber alle sind alle diejenigen, die nicht religiös sind. Das heißt, da hat man eine andere Fassung dieses Dilemmas mit dem Toleranzbegriff. Wie man aus den theoretischen Schwierigkeiten rauskommt, kann ich nicht sagen. Weil man nämlich den Wahrheitsbegriff in den Religionen nicht aufgeben kann, ohne die Identität der Religionen aufzugeben. Aber man kann sozusagen unterhalb dieser Verhältnisse praktisch miteinander leben. Man muss sich nicht die Köpfe einschlagen. Aber zu behaupten, man könnte die Religionen zähmen, halte ich für eine ziemlich mutige Aussage. Es geht ein bisschen an Sie, glaube ich. Jetzt auch die Frage nach dem Humanitätsbegriff und also die Grundlage der interreligiösen Diskussion. Also der Wahrheitsbegriff ist etwas, über das wir reden müssen. Also und zwar genau wie Sie sagen, an den Stellen, an den Orten, wo es möglich ist, wo wir miteinander genau das besprechen. Das ist keine politische, sondern wirklich eine zwischen den unterschiedlichen religiösen, aber vielleicht auch zwischen den ökumenischen unterschiedlichen Gruppen. Und deswegen sind wir also gar nicht so weit auseinander. Also ich bin da gar nicht so weit weg. Also ich glaube, mich stört schon, dass von den Humanisten ein Anspruch erhoben wird, humanistisch zu sein, ein Anspruch, den ich für mich selber auch erhebe. Und da Humanismus gekoppelt ist an Konfessionslosigkeit. Und genau diese Kopplung lehne ich ab. Und dann gibt es noch den Anspruch, dass der Humanistische Verband, als der Vertreter aller Konfessionen, natürlich überall seine Plätze beansprucht, obwohl seine Mitgliederzahl im drastischen Widerspruch zu der hohen, leider auch steigenden Zahl der Konfessionslosen steht. Also das ist tatsächlich da, denke ich mir, auch genauso differenziert, wie wir es in den anderen Fragen machen. Ich glaube auch, dass es sehr viele Menschen jeweils in unseren Konfessionen gibt, die zu unseren Kirchen sehr zugewandt sind, ohne Mitglieder zu sein. Und vielleicht müssen wir endlich auch anfangen, auch zu fragen, ist die Körperschaft das Modell der Zukunft? Also müssen wir nicht organisatorisch nochmal völlig anders umdenken? Vielleicht liegt auch in der Art der verhärteten Institutionalisierung ein Grund, dass die Menschen gar nicht mehr so scharenweise zu uns finden. Weil so eine lebenslange Bindung, die man auf der Steuerkarte dann auch verzeichnet, ist nicht attraktiv. Und immerhin haben wir ja die Möglichkeit auszutreten. Das gibt es dann beim Rundfunkbeirat nicht, um da noch eine kleine Parallele zu finden. Aber darum geht es jetzt nicht. Ist das noch Lebenszeit, oder? Da kann man nicht austreten? Nein, können Sie nicht austreten. Wow. Das ist, glaube ich, aber Sie können natürlich in wirtschaftliche Not geraten, in so eklatante wirtschaftliche Not, denn, dass es Ihnen erlassen wird. Aber auch das ist eine längere Prozedur. Ja. Ich schaue noch mal ins Publikum. Wir haben noch viele Fragen, aber da sind 1, 2, 3 Fragen, die wir hinreichend konzise formulieren, damit wir zum Wein kommen. Ja. Nee, Sie müssen gar nicht. Ja, ich werde schon gehört, okay. Alexandra Kämmerer, ich möchte anknüpfen an das, was Frau Kirchbach sagte, die Frage nach der Bedeutung der Körperschaft des öffentlichen Rechts und des Körperschaftsstatus. Und das ist eigentlich auch eine Frage an Dr. Samur, die das ja so dargestellt hat, dass das Desiderat des Gesprächs auf Augenhöhe, das verlangt, dass man da aufschließt. Und da steckt so ein bisschen ein Fortschrittsnarrativ dahinter, das unterstellt, dass eigentlich der Status quo, den wir im Religionsverfassungsrecht vorfinden, mit dem Körperschaftsstatus,
die optimale Lösung ist. Wir sehen aber natürlich in den kirchlichen, in den christlichen Kirchen, dass diese Bürokratisierung, wie das auch genannt wurde, so nicht mehr zu halten sein wird. Wir haben massive Personalprobleme, Priestermangel, auch Pfarrermangel. Es gibt bei den Religionslehrern Defizit überhaupt, dieses Gewand und diese rechtlichen Strukturen mit Leben zu füllen. Also insofern wäre die Frage, ist das überhaupt angesichts der Dynamiken, die wir im Moment sehen, ein Modell, das zukunftsfähig ist und das auch wünschenswert ist für eine plurale Gesellschaft mit verschiedenen religiösen Strömungen, die auch aufschließen wollen in diesem Dialog auf Augenhöhe. Also der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist keiner, der jetzt, sagen wir mal, islamisch-religionswissenschaftlich bekannt ist. Also es geht nicht darum, dass man sagt, wir hatten das doch auch schon, wir hatten sowas Ähnliches, sondern das ist das, was Muslime hier vorfinden. Das ist also, das wird ganz schnell, ich sage jetzt mal, zu einer Gleichheitsfrage. Da geht es jetzt darum, wenn die das haben und andere ja auch. Ne? Also ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, wer das alles hat, diesen Körperschaftsstatus, und war erstaunt, wie zum Teil auch relativ klein die Gruppen sind, numerisch gesehen, aber auch Körperschaftsstatus haben. Und deswegen ist für viele dann, stellt sich dann schnell die Gleichheitsfrage. Das heißt nicht, dass die Frage, die durchaus berechtigt ist, ist das denn überhaupt optimal? Ist das der richtige, ist das die richtige Rechtsform, um, weiß ich nicht, gemein wirtschaftliches Leben aufrechtzuerhalten, ist es das? Die stellt sich, die finde ich total berechtigt, aber es, ich weiß nicht, ob es richtig ist, sie praktisch jetzt erst mit der Verweigerung, dass Muslime diesen Status bekommen, zu verknüpfen. Das ist so die Problematik, die ich da sehe, dass man sagt, ja, was wollt ihr denn, warum wollt ihr überhaupt einen Körperschaftsstatus? Das habe ich auch schon von Religionsverfassungsrechtlern gehört. Braucht ihr nicht etwas sui generis, etwas, was euch entspricht, was euren Anliegen entspricht? Und das ist natürlich auch eine Ausweichung der Gleichheit, also man weicht dieser Gleichheitsfrage aus. Und deswegen würde ich sagen, das sind zwei verschiedene Fragen, wir können das komplett gerne auflösen. Also ich glaube nicht, dass, also wie gesagt, körperschaftlichen Statusfragen sind nicht welche, die jetzt, sagen wir mal, dem Wesen des Islams in irgendeiner Form so auch bekannt sind, ja, dass man unbedingt das braucht, weil es irgendwie islamisch so den, ja, also dass es da irgend so einen Vorläufer gibt, an den Islam gut andocken kann. Das ist ja genau umgekehrt das Argument oder der Strick, der den Muslimen draus gedreht wird, das ist ja eine verkirchlichte Form und die passt nicht auf euch, deswegen könnt ihr diesen Körperstaffstatus nicht bekommen. Also ich glaube, ich will damit nur sagen, ja, wir können das alles aufmachen. Ja, muss es überhaupt Religionsunterricht an der Schule geben? Brauchen wir haupttheologische Fakultäten an staatlichen Universitäten? Wir können all diese Fragen nochmal neu besprechen. Ich finde, das ist bestimmt, setzt bestimmt ganz viel Kreativität frei. Und vor allem haben wir ja auch historische Vorläufer. Das ist ja nicht radikal, sowas zu denken, sondern wir müssen eben einfach auch, wir können uns ja auch da der Historie bedienen, dass man das auch mal anders gemacht hat. Ja, dass Religionsunterricht nicht an staatlichen Schulen vorgenommen worden ist und dass nicht der Religiosität ja keinen Abbruch getan hat. Ja? Nur jetzt sehen wir, wie all diese Fragen, das ist, könnte anders sein, festgemacht werden an den Ansprüchen, den Anforderungen, der Appellation, die die Muslime eben machen. Und das ist so, das ist Verkehr, also verquer, weil eben dann immer noch diese Ungleichheit so sehr im Raum stehen bleibt. Also Sie sehen, da wäre schon gleich eine zweite Diskussion. Aber wir haben nur noch 5 Minuten, das werden wir nicht schaffen. Wir haben noch 2 Fragen, da hinten ist eine Frage und hier war eine Frage. Ich habe nur 2 Anmerkungen. In der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg sieht man schon Burkas. Also ich muss da immer durchschieben mit dem Fahrrad und ich sehe da mindestens einmal im Monat eine, wenn nicht mehrere. Und dann wollte ich gerne sagen zu Frau, den Namen habe ich mir, Samoa oder so ähnlich, Rosa Parks durfte überhaupt nicht sitzen in dem Bus. Die Dunkelhäutigen durften in den Südstaaten überhaupt keinen Platz einnehmen, weil Sie vorhin gesagt haben, sie musste nach hinten gehen. Nein, sie musste stehen. Beim ersten muss ich mich natürlich korrigieren, das war so ein bisschen schlaff gesagt. Es geht um das Verbot von Burkas im öffentlichen Dienst und keine dieser Burka-Trägerinnen kommt auf die Idee, was kann man werden, alles möglich. Ja. Wir haben hier noch eine letzte Frage. Ja, mein Name ist Lore Gewehr.
Ich finde, das Gespräch fokussiert sich jetzt sehr auf den Islam. Mir fehlt ja eigentlich noch ein Fünfter im Bunde auf dem Podium, und das wäre ein Vertreter der jüdischen Gemeinde. Gerade Sie haben vorhin das Wort Humanismus erwähnt. Ich sehe oben Kulturkampf gestern. Da müsste man wirklich auch jemand von der jüdischen Gemeinde hier haben. Ich weiß, die sind immer zerstritten. Das kommt sogar in der Oper vor, dass die Juden sich immer streiten. Das ist anscheinend, das gehört zu ihnen. Aber trotzdem hätte man jemand dazu bitten sollen, ich weiß nicht, ob das überhaupt geschehen ist, um ein gewisses Gleichgewicht zu finden. Das wird mir hier etwas überlastig. Also das geht ja an die Adresse der Organisatoren. Da kann man sagen, also hier mehr als vier auf dem Podium wird eng. Und aber wir haben in der Tagung hat das tatsächlich heute Vormittag ein ganz. Ich habe das nur erwähnt. Das hätte man vielleicht deutlicher machen sollen. Es sind natürlich tatsächlich. Hier geht es um den Katholizismus, also im Historischen, gestern geht es um den Katholizismus, heute geht es vielleicht wirklich viel um den Islam, aber wir haben den ganzen Vormittag über jüdische Themen gesprochen, wo tatsächlich natürlich genau diese Fragen von minoritären Positionen, von Zuschreibung, auch wer spricht über wen und gegen wen, eine große Rolle spielt. Ich erzähle Ihnen dazu nur ganz kurz und dann sind wir mit der Zeit rum. Eine Szene, die für mich ganz charakteristisch ist, nochmal im historischen Kulturkampf. Das ist, glaube ich, 1876, mag aber auch ein oder zwei Jahre früher oder später, also plus minus zwei, Jesuitengesetze sozusagen. Das Jesuitengesetz wird verabschiedet, immer mit der Unterstützung der liberalen Partei, die sehr treibende Kraft im Kulturkampf ist, aber zwei der Führer der liberalischen Partei, nämlich Ludwig Bamberger und Emil Lask, beteiligen sich gar nicht an der Diskussion. Das sind nämlich Juden. Und die sind die ersten Schritte im Kulturkampf noch wunderbar mitgegangen, weil sie sagen, im säkularen Staat geht es uns ja viel besser als im christlichen Staat. Aber dann merken sie irgendwann, oh, das geht ja gegen Minoritäten. Also was hier passiert, das kann uns ja auch irgendwann passieren. Das hat ihnen leider gar nichts genützt. Also sozusagen von beiden Seiten, sowohl von den Katholiken wurde das als typisch manövrieren und von der liberalen Seite als Verrat gesagt. Also diese Diskriminierungsgeschichten, wenn man das mal so kurz sagen kann, sind wirklich sehr verwickelt. Wir haben das hier eigentlich nur, wir vier sind jetzt auf dem Podium, damit wir jetzt exakt um 9 Uhr das beenden können und ich Sie einladen darf, eben nochmal also draußen weiter zu diskutieren und anzustoßen. Ich möchte mich nochmal hier bei meinem gesamten Podium sehr herzlich bedanken. Wir haben uns sehr gefreut über die Aufmerksamkeit und die lebendige Diskussion. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon zwei weitere Runden, die wir jetzt anschließen könnten mit anderen Besetzungen und so weiter. Aber für heute Abend lassen wir es gut sein. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Vielleicht draußen.